Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Du hast es jetzt schon am Titel gesehen. Heute geht es um Außenverteidiger, wie du dich als Außenverteidiger optimal verbessern kannst. Ganz wichtig auch hier nochmal zu erwähnen, egal auf welcher Position du spielst, du solltest Fokus auf deine Stärken und deine Schwächen legen. Das heißt, wenn du beispielsweise als Außenverteidiger extrem schnell bist, dann versuch wirklich deine Schnelligkeit viel zu trainieren. Generell haben wir trotzdem heute nochmal drei Übungen für dich, die du als Außenverteidiger auf jeden Fall machen solltest, weil das wirklich Bereiche sind, die du als Außenverteidiger, egal ob rechts oder linker Außenverteidiger, unbedingt beherrschen solltest. Und das ist zum einen eben die Schnelligkeit, das ist zum anderen eben auch das defensive Zweikampfverhalten, also wenn jemand auf dich zuläuft und du versuchen möchtest, den Ball zu erobern. Und das ist drittens eben auch die Ball-An- und Mitnahme, die wir heute mit einer Übung trainieren wollen. Wir fangen an mit der ersten Übung, einfach mal zuschauen und nachmachen. Erste Übung sieht wie folgt aus. Wir sind jetzt hier einfach auf der Außenbahn sozusagen von diesem Spielfeld, wo du als Außenverteidiger ja im besten Fall bist. Und Luca versucht gleich, den Ball an mir vorbeizulegen, indem er auf mich zukommt und dann eben versucht, mich auszudribbeln. Ich als Außenverteidiger muss versuchen, sozusagen mit zurückzukommen und ihm dann eine Seite anzubieten, eben im besten Fall die Außenseite, und ihn dann wegzudrücken bzw. den Ball zu erobern. Wichtig dabei ist eben die Ausgangsstellung. Wenn du da nochmal wirklich spezifische Tipps brauchst, check einfach mal dieses Video ab, das hier irgendwo jetzt eingeblendet wird. Da findest du nochmal Tipps, wie die perfekte Ausgangsstellung für dich als Verteidiger aussehen soll. Jetzt aber, los geht's mit der ersten Übung. Beim defensiven Zweikampf ist immer, dass du versuchen musst, deinen Körper zwischen Gegner und den Ball zu bekommen, so wie ich es jetzt auch gerade gemacht habe. Das war die erste Übung. Weiter geht's mit der zweiten Übung. Zweite Übung sieht wie folgt aus. Wir wollen jetzt deine Ball-An- und Mitnahme trainieren, die für dich als Außenverteidiger natürlich ganz, ganz wichtig ist. Gerade wenn du beispielsweise den Ball von deinem Innenverteidiger bekommst oder wenn du dich außen anbietest von deinem Torwart, solltest du auf jeden Fall eine gute Ball-An- und Mitnahme beherrschen. Und das versuchen wir jetzt mit dieser Übung zu trainieren, indem ich hier für dich vier verschiedenfarbige Hütchen aufgebaut habe, sozusagen ein Viereck. Ich stehe so ein bisschen hinter dem Viereck, fordere dann den Ball und Yannick hinter der Kamera wird mir dann den Ball zuspielen. Hepp! Und dann sagt Luca eine Farbe, zum Beispiel blau. Dann laufe ich einmal um das blaue Hütchen kurz rum und spiele den Ball dann wieder zu Yannick zu. Okay? Sodass ich dann einfach verschiedene Wege habe, wo ich den Ball mitnehmen muss. Versuch hier einfach auf deinen ersten Kontakt zu schauen. Und wenn du zum Beispiel nach links möchtest, da du weißt es inzwischen, dass du den Ball mit der rechten Innenseite mitnehmen kannst oder auch mit dem linken Außenriss. Blau. Weiß. Hepp. Orange. Hepp. Blau. Hepp. Gelb. Dritte Übung sieht wie folgt aus. Jetzt wollen wir noch ein bisschen deine Schnelligkeit trainieren. Du als Außenverteidiger bist im besten Fall auf jeden Fall relativ schnell. Und das versuchen wir jetzt ein bisschen zu trainieren. Wichtig ist, dass du, wenn du deine Schnelligkeit trainieren möchtest, nicht immer nur stumpf, ich sag mal, gerade Sprints machst. Sondern du als Fußballer, du machst eben häufig Sprints über kurze Wege, beispielsweise 5, 6 Meter und musst dabei viel die Richtung ändern. Und das versuchen wir hier mit Buchstaben ein bisschen zu markieren. Und zwar habe ich hier ein M für dich aufgebaut und ein T für dich aufgebaut. Und ich werde jetzt hier das M laufen, dann kurz Pause machen und dann das T laufen. Dann mache ich eine längere Pause, ganz, ganz wichtig beim Schnelligkeitstraining, ungefähr 1 bis 2 Minuten und dann das Ganze nochmal. Ja.
war das komplette Video. 3 Übungen für Außenverteidiger, die du als Außenverteidiger auf jeden Fall nachmachen solltest. Vergiss nicht, uns auch auf Instagram zu abonnieren. Der Link zu unserem Instagram-Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten kommt jeden Montag und jeden Freitag hier auf unserem YouTube-Kanal ein neues Video, um dich als Fußballer, als Fußballerin zu verbessern. Und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen, als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.